Mark? Ja, aber wir sind noch nicht live. Doch. Echt? Wir sind schon live. Ja. So, we are live now. Oh, what a nice. Also, dann sage ich doch mal, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Wir sind live, habe ich gerade erfahren. Heute ist der 30.07.2013. Willkommen bei der sechsten Episode von DE Talk. Bevor ich weitermache, muss ich erstmal ganz schnell vorneweg sagen, wir haben heute einen Special Guest, den stelle ich gleich sofort vor. Aber eins kann ich heute versprechen und das tue ich gleich am Anfang. Ich glaube, Murphy schlägt heute zu. Was immer schief gehen wird, es wird schief gehen. Wenn ihr hinter die Kulissen könntet, gucken, wenn ihr hinter die Kulissen gucken könntet, ba 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 ba. So. Bevor ich kurz das Programm heute vorstelle, möchte ich natürlich erstmal meine beiden Mitstreiter und unseren Gast heute vorstellen. Ich sag, gebe erstmal schnell rüber zu Norbert alias Zillertron, dass der auch kurz Hallo sagen kann. Hallo Norbert. Hallo Marc, hallo Leute, willkommen bei DE Talk. Ja, schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Thomas, sag du doch auch bitte nochmal kurz Hallo. Ja, hallo, ich kümmere mich heute um die Technik und bin schon jetzt verzweifelt, weil ich weiß nicht, so wie Marc gesagt hat, es wird irgendwann mal wahrscheinlich irgendetwas schief gehen, aber wir lassen uns überraschen. Wir lassen uns überraschen, genau. Ja, Und, wolltest du noch dann was haben wir noch sagen? einen Gast. Ja, last but not least in der Vorstellungsrunde. Wir Ja. freuen uns, heute wieder einen Gast zu haben. Und zwar haben wir es geschafft, dass Rolf Gieseke heute mit bei uns an Bord ist. Rolf Gieseke wird im zweiten Teil uns etwas erzählen können über die Dampferdemo am 31. August. Hallo Rolf. Hallo, hallo. Ja, schön, dass du es ermöglichen konntest, heute mit dabei zu sein. Im zweiten Teil kommen wir näher auf dich zu und werden dich interviewen und sind gespannt, was du uns von der Dampferdemo erzählen kannst. Ja? Aber liebt doch gerne. Aber lieb doch gerne, das ist schön zu wissen. Gut. Letzte Woche, direkt vor unserer Sendung, war Marco von Basten mit seiner Sendung dran, so wie das ja immer ist. Und wir haben letztes Mal schon ein bisschen reingeguckt und wussten alle, das kommt das Interview mit Linda McEwen. Und das wollen wir heute auch aufgreifen. Wir haben intern viel in der Technik hier gemacht. Ob das jetzt für heute besser ist oder nicht, ist egal. Wir haben einen Film vorbereitet, den wir leider nicht zeigen können. Aber anstatt den Film jetzt nicht zu zeigen, wollen wir das Thema trotzdem behandeln. Wir haben das, so gut es geht, das Beste versucht, daraus zu machen. Sorry, dass es jetzt keinen Film gibt, der eine Menge Arbeit gekostet hat bei uns im Schneiden. Aber wir machen einfach was. Wir nehmen die wichtigsten Szenen im Screenshot, zeigen wir und kommentieren das einfach, weil das ist uns das Wichtigste, dass wir darüber reden, mehr oder weniger, ja. Das heißt, ich versuche jetzt wieder mein Magic Wunder-Ding. Ich versuche, meinen Bildschirm freizugeben. Ich hoffe, dass es klappt. Und wir gucken uns da einfach an, was es da an wichtigen Szenen gibt, auch wenn es kein richtiger Film ist. Ja? So, und da bitte ich einfach mal Norbert mit um Unterstützung. Ja, Ja, der wir. erste Teil ist überschrieben mit Informationen für die Gesetzgeber. Ja, genau. Ups, jetzt habe ich natürlich wieder die Freigabe zerdödelt. Sorry. Die Freigabe ist weg, ne? Ja, Marc, du Okay. bist wieder on air. Ja. Moment, Raffi warte lässt mal. mal wieder grüßen. Ja klar, ich habe es ja Wir haben es angekündigt. euch ja versprochen. Und es fängt doch auch schon gut an. Ja, warte mal eben schnell. Da bin ich doch. Gut. Also, den Film, den wir als Vorlage hatten, das ist nicht der komplette Film von dem Interview von Linda McEwen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig betont. Sondern das ist schon die Zusammenfassung, die zu sehen war. Eine kurze Teil, also eine Summary, eine Zusammenfassung, die von Smokey Joe
alias Oliver Kershaw vom ECF zu sehen war. Und die haben wir uns vorgenommen. So. In dem ersten Teil geht es darum, dass Linda, ja, sie wird jetzt gleich gefragt, ne? Und die Aussage von Marco von Basten war da, Regulierung als Arzneimittel bedeutet effektiv ein Verbot der E-Zigarette. Ich nehme an, egal, was die gute Linda sagt. Ja. Die meisten, die das Video schon gesehen haben, wissen, was dann kommt. Dann kommen mehrere Einspielungen von Jeremy Mean. Jeremy Mean ist ein Sprecher für die MHRA. Die steht da unten, Medicine and Healthcare Regulatory Agency. Und da kommt immer das schon häufig zitierte Zitat von ihm, ne? Der da sagt, die am Markt erhältlichen E-Zigaretten sind nicht gut genug, um den Leuten beim Umstieg auf eine schädliche Alternative zu helfen. Ja. Das, womit Linda da im ersten Teil konfrontiert war, war nicht das, also diese Aussage hatte sie so, wie sie hier als Zitat von Jeremy Mean kommt, anscheinend nicht so im Ohr. Sie hatte da anscheinend ein anderes Verständnis. Ja. Gut, dann kommt jetzt so die direkte Frage von Marco von Basten. Laut Aussage von Jeremy Mean sind die derzeitigen Zigaretten nicht zulassungsfähig. Alle E-Zigaretten wären demnach nicht mehr auf dem Markt. So, und dann kommt eine länglichere Antwort von Linda. Und in dem Video ist ganz gut zu sehen, dass man das, was die MHRA schriftlich nochmal rausgegeben hat, das bringt er dort auch nochmal zum Besten, während sie das erzählt. Ich lese das mal eben kurz vor. Also das, was ich jetzt vorlese, ist ein Zitat von der MHRA, was ich wohl, bitteschön, muss man auch wissen, nur auf UK bezieht. Es ist also jetzt nicht direkt was, was sich hier auch auf Deutschland bezieht, sondern primär auf den englischen Bereich, auf das englische Land. So, die Regulierung hat den Rat der CHM und seiner Expertengruppe akzeptiert, die zu dem Schluss kam, dass die Nicotine-Containing Products, die momentan auf dem Markt sind, nicht dem gültigen Standard bezüglich Sicherheit, Qualität und Wirksamkeit genügen. Untersuchungen haben ergeben, dass die Nikotinmengen deutlich vom Etikettendruck abweichen können und der Nikotinanteil auch von Lieferung zu Lieferung unterschiedlich sein kann. Ja, jetzt würde ich gerne weiterblättern. Also im Endeffekt genau das, was auch unsere liebe Frau Dr. Pötschke-Langer immer wieder vorbetet. Ja. Und auch unsere eigenen Regulatoren vom Bundesamt für Arzneimittelzulassung oder so ähnlich, BfArM. Sorry, jetzt hängt mein Foxit. Ja, dann schalte ich doch nochmal zu Norbert und... Das wäre sehr nett. Ja, also Jeremy Mean sagt genau das und die MHRA sagt genau das, was wir alle die ganze Zeit sagen. Wenn die Regulierung als Medizinprodukt kommt, dann ist Schicht im Schacht. Dann gibt es nichts mehr für uns. Dann alles, was wir so kennen, wird keine Zulassung bekommen können. Und was übrig bleibt, ja, das kann man sich ja vorstellen. Ja. Gut. Da ist dann also nicht mehr viel für uns drin. Und Marc, geht's ja weiter mit dir? Halt durch. Ich hab ihn wieder. Ja, wie versprochen, was schief gehen kann, geht schief. Und ihr merkt's ja. So. Ja.
Es kommt ja auch auf den Inhalt an und nicht unbedingt auf die Darstellung. Gut, die Aussagen sind ja das, was, um was, warum wir das hier machen. Um euch einfach näher zu legen, was denn da passierte. Sorry, wenn es hier ein paar technische Kleinigkeiten gibt, aber okay. Ich glaube, Marc hat seine nächste Grafik. Es geht weiter mit dem sechsten Screenshot. Da geht es immer noch um das Zitat oder um die schriftliche Aussage von der MHA. Die Nikotinmengen sind nicht immer klar definiert und werden nicht immer in gewünschter Form eingehalten. Das ist eine freie Übersetzung von uns gewesen, weil sich das nicht so einfach zusammenfassen ließ. Aus Sicht der Sicherheit können giftige Bestandteile in unerwartet hohen Mengen enthalten sein, die besonders bei empfindlichen Patientengruppen unerwünschte Nebenwirkungen hervorrufen können. Naja, zu der eigentlichen Frage, ich blende sie nochmal hier schnell ein, ne, zu der eigentlichen Frage hat Sinner McEwen dann Folgendes gesagt. Also, das ist überhaupt nicht das, was unsere Gesetzgebung erreichen will. Ja, das hat sie so ungefähr wortwörtlich gesagt. Sie findet es wesentlich besser, wenn ein starker Raucher auf E-Zigaretten umsteigen könnte, und sie hat überhaupt keine Absicht, hier irgendetwas zu verbieten. Also bei dem Film, den wir gemacht haben, haben wir einen kleinen Tonausschnitt drin, den jeder kennt. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Sorry, aber das ist so typisch Politiker-Antwort, finde ich. Ne? Also das ist schön gesagt und man kann ihr glauben, aber das Märchen, wie sie hier antwortet, glaube ich ihr nicht, so wie sie das gesagt hat. Naja, die Absicht hat sie vielleicht nicht, etwas zu verbieten, nur das Ergebnis ist das gleiche. Egal, ob sie es nun will oder nicht. Die Absicht sieht man leider nicht in ihrer Handlung. Ja. Gut. Ja. Dann ging es weiter mit dem Film, beziehungsweise mit der Zusammenfassung. Da wurden die Kosten angesprochen. Die Kosten, die auf einen Hersteller zukommen. Und wir haben es mal kurz versucht zusammenzufassen. Also die Frage war von Marco von Basten, die Kosten für die Zulassung können sich laut MHRA auf mindestens ca. 300.000 Euro pro Produkt belaufen. Bei der BAT wurden bereits aber auch schon über 300 Millionen Euro. 3 Millionen Euro. 3 Millionen Euro, sorry, jetzt habe ich mich verlesen. 3 Millionen Euro. Immer noch genau, für die Zulassung ausgegeben. Und die ist noch nicht ganz durch. Ja. So, und auf diese Frage hat sie wie folgt geantwortet, jetzt nicht wortwörtlich, sondern inhaltlich. Sie hat viele, viele unterschiedliche Zahlen gehört. Die Firmen übertreiben die Kosten, da keiner hierfür aufkommen will. Auf der einen Seite wird hier von einem aufstrebenden Markt gesprochen, auf der anderen Seite will keiner zahlen. Was sie dabei natürlich völlig unterschlägt, ist, wer zahlt. Bestimmt nicht, die Firmen müssen das Geld vorstrecken. Das heißt, erstmal müssen die investieren und hoffen, dass sie es hinterher zurückbekommen. Und von wem? Nämlich von uns, den Konsumenten. Effektiv müssen wir das zahlen. Wenn wir es nicht zahlen, dann gehen die Firmen pleite, die kleinen. Die großen können sich solche Verlustgeschäfte durchaus leisten. Aber die kleinen Firmen, also ob sie nun zahlen wollen, ist nicht die Frage. Die Frage ist, ob sie zahlen können und ob dann das sich das überhaupt für die rechnen kann. Marc? Oh. Marc hat uns gerade verlassen. Ja, das ist jetzt... Das ist jetzt etwas unglücklich. Ich hoffe, er kommt bald zurück. Zu dem Thema Kosten fällt mir nur ein, diese 3 Millionen, die jetzt die Firma BAT, die ja ein riesengroßer Tabakhersteller ist, Zigarettenproduzent ist, die können sich sowas erlauben. Eine kleine Firma, selbst wenn sie sich leisten möchte, kann sich es nicht leisten. Und das Argument von McEwen war ja auch, es ist ein aufstrebender Markt und es sind eher langfristige Investitionen, so gesehen diese 3 Millionen oder 300.000 oder welcher Betrag auch immer im Raum steht.
Aber das muss ja umgelegt werden. Und das ist wie bei allen Produkten, der Kunde zahlt immer. Das ist beim Netzausbau der Telekom genau das Gleiche wie bei allen anderen Industrien. Ob wir jetzt die neue Windkraftanlagen subventionieren im Vorhinein mit Stromsteuern oder halt in dem Fall jetzt die Genau. Zulassungsgebühren vorfinanzieren müssen, die sich ein kleiner Laden zwar eh nicht leisten kann, weswegen das Ganze von vornherein eigentlich absurd ist, aber der Logik folgend, wenn es so laufen würde, ja, wäre es letztendlich wieder der dumme Konsument, der zahlt, so wie immer. Und Marc ist auch Richtig. wieder zurück. Na klar, ich habe einen kurzen Ausflug gemacht. Okay. Ich Und meine hoffe. nächste Folie ist on screen. Gut, ich hoffe, Folie 12 ist jetzt oder der Screenshot 12 ist zu sehen. Im dritten Part ging es jetzt um Expertenmeinungen. Und das fand ich höchst interessant. Da hat Marco von Basten ihr einen Ausdruck unter die Nase gerieben, der anscheinend an dem gleichen Tag noch rauskam. Und hier ist ein Screenshot jetzt rübergelegt von der Webseite, wo er das her hat, vom Lancet-Magazin, würde ich mal sagen. Das sind also Fachärzte, nicht Lungenfachärzte, sondern Fachärzte für den Bereich der Atmung. Und da, hier unten stehen auch die Autoren, da haben vier Autoren, nein, fünf sind es sogar, die haben was dazu geschrieben. Und das liest er hier vor. Und Moment, jetzt muss ich gucken, dass ich hier die richtige Folie kriege, sorry. Na, okay. So, das, was er hier vorliest, ist die Konklu also ist die Zusammenfassung, da steht drin, und das haben bitteschön Ärzte geschrieben, das muss man sich auch mal vorstellen. Die haben also nicht nur hier eine medizinische Aussage gebracht, sondern wir lesen erstmal, die E-Zigaretten treten als Genussmittel in Konkurrenz zu den weitaus gefährlicheren Tabakzigaretten auf, die nicht als Medizin reguliert sind. Eine zwingende Regulierung der E-Zigarette als Arzneimittel ist für die allgemeine Sicherheit nicht notwendig. Würde dadurch die Verfügbarkeit der E-Zigarette am Markt im Vergleich zur Tabakzigarette leiden, würde dies eine Beeinträchtigung der allgemeinen Gesundheit bedeuten. Eine übertriebene Regulierung von E-Zigaretten würde das Monopol der Tabakzigaretten schützen und als potenzielle Konsequenz für Schaden und Tod von Millionen von Rauchern sorgen, die nicht mehr von der Tabak zur weiterentwickelten E-Zigarette wechseln könnten. Wobei da die Weiterentwicklung erwähnt wird und man kann sich ja vorstellen, dass wenn so eine Zulassung sowieso mal mehrere Jahre dauert, dass dann überhaupt keine Chance mehr für eine Weiterentwicklung besteht. Weil man schaut sich doch nur mal an, wie auf dem heutigen Markt sich die Verdampfer entwickeln oder die Akkuträger. Das sind nicht Jahre, sondern das sind Monate Laufzeit. Nach ein In paar dem Monaten ist so ein Verdampfer oder Akkuträger veraltet und es kommt schon wieder was Besseres raus. Das wird auch unterbunden durch diese Regulierung. Genau, wollte ich gerade sagen. Also die Entwicklung basiert ja bitteschön auf viel Eigenengagement, viel Innovation, die auf kleiner Flamme, nee, nicht auf kleiner Flamme, aber eben von kleinen, also Companies oder von Privataktionen sogar heraus initiiert werden und vorangetrieben werden. Und diese Innovation Richtig. und diese Vielfältigkeit, die wird damit, abgesehen von der Subkultur, und das meine ich hier im höchsten positiven Sinne, die würde damit auch gnadenlos unter den Tisch gefallen, die würde damit abgewürgt werden. Ich habe Ja, es man gerade stellt wieder. sich nur mal vor, für so eine No-Man müsste eine Zulassung beantragt werden. Ja, Ah, Entschuldigung. der No-Man. Ja, also der Hersteller kann sich das bestimmt nicht leisten. Und vor allem, wenn der die Zulassung in 1 oder 2 Jahren bekommt, wenn er Glück hat und es sich trotzdem leisten könnte. Ja, bis dahin ist das Gerät auch wieder veraltet. Ja, das ist ja das Problem mit den ewig langen Fristen, die es benötigt, bis so eine Genehmigung durch ist. Auf dem schnelllebigen Markt kann ich nicht jetzt ein Produkt beantragen und in 2 Jahren, wenn es dann genehmigt ist, auf den Markt schmeißen. Das ist bis dahin 5 Generationen weiter, die ganze Es sei Technik. denn natürlich, der ge gesamte Markt wird so ausgebremst. Sprich, es gibt keine Entwicklung mehr.
Ja, dann rauchen, Hat keiner dampfen leisten wir können. jetzt, ja, dann dampfen wir jetzt 3 Jahre lang so weiter mit Stickbatteries oder Einwegteilen und hoffen, dass es in 3 Jahren, an dem Punkt, wo wir heute sind, dann weitergeht. Das ist ja auch keine Lösung. Genau. So, I'm sorry. Aber ich hoffe, ich bin jetzt wieder an der Stelle, wo es vorhin wieder geknallt hat. Kurze Frage, ist das so? Ja, du hast Okay. dann. Ich mache mir jetzt ein bisschen schneller. Fahr mal schnell fort. Jetzt kommt, glaube ich, der letzte Satz auch in der Expertenrunde. Wohlgemerkt, das sind Mediziner, die das geschrieben haben. Zum ersten Mal in der Geschichte der Tabakkontrolle kommt eine funktionierende Möglichkeit auf, die das Tabakproblem in den Griff zu kommt eine Möglichkeit auf, das Tabakproblem in den Griff zu bekommen, ohne bzw. mit minimalem Eingreifen durch die Regierung. Die Arzneimittelregulierer sollten sich bedeckt halten. Dann, das ist einer von den 5 Doktoren. Im Film werden sie alle gezeigt, beziehungsweise da wird jeder kurz erwähnt, nicht jeder mit Bild, aber wir haben ja einfach nochmal Also, zwei rausgenommen. der erste war Mitbegründer von den NRTs, irgendwas in der Richtung. The Father of NRT ist, glaube ich, stand noch drunter, ne? Ja, Nikotin also. Replacement Therapie, ja. Ja. Also es sind schon hochkarätige Leute, keine Frage. Das muss man ihr überhaupt nicht anzweifeln. Naja, und die Antwort von ihr, die Autoren sind hier unbekannt. Im Lancet-Magazin oder auf dieser Lancet-Seite werden häufig unterschiedliche Ansichten vertreten. Sie beruft sich auf die, in Anführungszeichen, Top-Doctors der ASH, Action on Smoking and Health, britische Antirauchergruppe. Die Mehrheit der britischen Gesundheitsexperten sei für eine Arzneimittelregulierung, sagt sie. Ja, das sagt sie so einfach so dagegen. Norbert, Ja. wolltest du noch was sagen? Wenn nicht, würde ich schnell machen, weil der nächste Crash, Mach weiter. der kündigt sich hier schon an. So, vierter und letzter Part. Die Konsequenzen. Frage von Marco von Basten. Die Dampfer befürchten, zukünftig nicht mehr das zu bekommen, was sie im Moment gewohnt sind oder was sie einfach haben möchten, was sie brauchen. Und ihre Antwort war, diese Befürchtung hat sie auch schon häufig gehört, dies ist jedoch nicht das, was von ihr gewollt sei. Siehe Part 1. Niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Dann kommt ein guter Abspann. Und der Abspann sieht so aus, ja, aber wir haben es versucht, schnell nochmal, also nicht schnell, aber zu übersetzen. Das möchte ich nochmal langsam vorlesen. Das sind nur 2 Seiten. Es mag nicht beabsichtigt sein, aber die Einordnung der E-Zigarette unter die vorgeschlagene überarbeitete Tabakproduktrichtlinie wird, ohne jeden Zweifel, bedeuten, dass sie für die britische Öffentlichkeit nicht mehr in der bisherigen Art und Weise erhältlich sein wird. MEPs und MPs, bitte beachtet das. Dies ist keine Spekulation. Die MHRA hat gesprochen. Sie wird jedes zurzeit erhältliche Produkt am Tag der Inkraftsetzung vom Markt nehmen und alle Geräte, denen sie überhaupt eine Zulassung gewähren, werden so teuer, dass sich niemand, außer vielleicht BAT, die Herstellung leisten könnte. Ja, also mit diesen Worten hätte ich beinahe gesagt, mit diesem Text endet der Film. Ja, gut. Und an der Stelle wollen wir auch erstmal kurz enden. Norbert, kannst du noch mal bitte was dazu sagen? Dann kann ich versuchen, hier noch schnell. Ja, also wie Marco von Basten das schon richtig gut erkannt und dokumentiert hat und auch der Oliver Kershaw in seinem Zusammenschnitt, die Konsequenzen, egal was die gute Linda McEwan sagt, die Konsequenzen werden für uns die gleichen sein wie für die Engländer. Weil also unsere Arzneimittelregulierer, die BfArM, sind genauso brutal drauf wie die MHRA. Sieht man ja an den ganzen Versuchen, immer wenn es darum ging, ist das nun Arzneimittel oder nicht das Liquid,
aus dem Ministerium kam, natürlich ist das Arzneimittel. Darauf hat sich ja auch die gute Frau Steffens immer wieder berufen. Und auch andere. Und natürlich das DKFZ beruft sich auf die, dass das ein Arzneimittel sei. Und die berufen sich wiederum auf das DKFZ, also auf unsere gute Frau Dr. Pötzsch-Gelanger, die ja angeblich so tolle Studien hat. Und selbst erfüllende Prophezeiung ist das. Es wird so lange zum Arzneimittel geredet, bis es eins wird und damit verboten werden kann, totreguliert. Stimme ich dir absolut überein, Norbert. Meine Art, wie ich das sehe, wie die Experten, und damit meine ich jetzt die Envy-Experten, Linda McEvans und andere Leute, die nicht gerade für uns gestimmt haben, wie die agieren, dieses Verfahren kenne ich unter dem Namen SAFA. SAFA, das ist sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Was anderes fällt mir dazu, wie die handeln, nicht ein. Ja, da finde ich nämlich besonders bemerkenswert, wie die gute Linda McEwen da immer wieder betont, dass sie die Experten gar nicht kennt. Mhm. Hat sie auch schon auch ganz am Anfang vom Workshop gesagt, sie kennt keinen der Experten. Nun ja, also bei den meisten Experten kann ich es ja verstehen, weil diese sogenannten Experten hatten ja überhaupt nichts zu sagen. Die hatten nie irgendwelche Forschungsarbeiten zum Thema veröffentlicht oder sonst was. Aber dass sie den Dr. Etter nicht kennt, oder zumindest seinen Namen, finde ich also jetzt schon ein bisschen arg bedenklich für jemanden, der die Verantwortung hat für die Tabakproduktrichtlinie. Ja. Denn Dr. Etter ist eigentlich der Experte, der immer wieder zu Rate gezogen wird, wenn es um Nikotin insgesamt geht, nicht nur die E-Zigarette. Mhm. Der hat schon seit Jahrzehnten forscht er auf dem Gebiet. Allgemein, was Nikotin angeht. Mhm. Tabak, Nikotin und auch E-Zigarette. Also es spricht schon für sich, wenn eine Frau wie die McEwen sagt, dass sie den nicht kennt. Das sagt schon, wieder betont das, was wir gerade gesehen haben, sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Muss man leider so konstatieren oder so ausstellen, das Zeugnis. Was anderes bleibt da nicht übrig. Ja. Ja. Was uns in der Vorbereitung aufgefallen ist, in der Analyse, sag ich mal, oder in dem Zusammengucken und auch Interpretieren von dem Film. Ich höre hier gerade ein ziemliches Brummen. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt höre. Und ich versuche mich mal nicht davon. Ich versuche mich mal gerade nicht davon ablenken zu lassen. Pass auf, was uns aufgefallen ist. Wir haben hier in dem Beispiel von dem Film Aussagen in England gehabt. Danach gab es auch noch einen geilen Film, der vorher auch schon mal zu sehen war, von der Anna Sawbry, von der englischen Gesundheitsministerin, den wollten wir eigentlich auch zeigen. Aber in dem Beispiel war klar, irgendwo, da gab es ein Statement vom Gesundheitsministerium aus England. Es gab auch schon Kommentare und Statements von dem Gesundheitsministerium aus Frankreich, da gab es ein großes Eklat, da war ein Dampferverbot auf öffentlichen Plätzen. Da hat sich das Gesundheitsministerium in Frankreich zugeoutet, da gab es ein Statement zu. Da ging es auch noch um die Gleichstellung mit der Tabakzigarette. Da war irgendwo, ich will jetzt nicht sagen Dialog, aber da kam was von denen. Da kam was vom Gesundheitsministerium. In Italien kam was vom Gesundheitsministerium, wenn auch was Negatives. Da ging es um die 58% Steueraufschlag auf die E-Zigarette. Kurze Randbemerkung, in Italien gab es original schon einen Hungerstreik. Darüber wollten wir auch was erzählen. Das lassen wir aber hier mit der Klammer-Zubemerkung erstmal so stehen, wie wir es gerade gesagt haben. Aber in Deutschland gibt es vom Gesundheitsministerium, soweit wir zumindest gehört haben, keine Aussage. Das fanden wir auch sehr bedenklich und sehr schwach. Wenn ihr da was Besseres gehört habt oder wenn da was kam, was wir nicht wissen, dann bitte ich da einfach mal darum, dass wir das irgendwo, dass das alle wissen. Ja. Aber das war schon sehr bezeichnend,
zumindest, wenn unser Informationsstand richtig ist, dass es vom deutschen Gesundheitsministerium bislang dazu so gut wie gar nichts gab oder nichts, was bis uns zumindest vorgedrungen ist. Apropos vorgedrungen, ich schiele so ein bisschen auf die Zeit, wie immer. Wir wollen den ersten Teil damit vielleicht bitte beruhen lassen, ja? Also jetzt hier heute in unserer Episode, man kann das soweit nicht beruhen lassen, aber jetzt wollen wir zum nächsten Punkt einfach mal übergehen, und zwar zur großen Dampfer-Demo. Ja, genau. Ich schalte mal zu unserem Gast, ja, damit er sich vorstellen kann und uns was zur Demo erzählen kann. Ja, bitte. Genau. Ja. Also, Wolf, Oliver. Du bist on air. Entschuldigung. Ja, danke erstmal. Schönen Abend. Ja, mein Name habt ihr ja schon gehört, Wolf Giesecke. Ich bin einer der Organisatoren der Dampfer-Demo hier in Berlin. Ja, wie ist die Demo entstanden? Am 31.08. findet hier noch eine zweite Demonstration in Düsseldorf statt. Ich selber bin auf die Demonstration dort aufmerksam geworden, habe dann einfach in die Runde gefragt, ob es nicht sinnvoll wäre, in Berlin diese eben auch abzuhalten. Es hat dann niemand gefunden, der dort offiziell als Veranstalter auftritt. Ich habe mich dann noch schnell dabei bereit erklärt, dort zu treffen. Dies aus auch persönlicher Wutstellung bzw. schon fast Ohnmachtstellung heraus. Ich habe mich mit der Tabakrichtlinie bzw. mit dem Entwurf der Tabakrichtlinie der NW-Kommission dann längeres auseinandergesetzt und habe da so extreme gemischte Gefühle bei. Fakt ist, dass die Tabakrichtlinie so geschrieben ist, dass die Liquids und das Arzneimittelrecht fallen sollen. Die Aussage von den Herrn Grote darauf hinaus, eine der Fragen, warum denn überhaupt das Liquids unter die Medizinrichtlinie gefallen ist, war dann, dass man es da hat, darunter gepackt, um das Aromatisieren der Liquids nicht verbieten zu müssen, da ja in der Tabakrichtlinie eben auch Aromazusätze bei Tabakprodukten verboten worden ist, beziehungsweise verboten werden soll. Ja. Die Aussage war recht schwammig und recht unbefriedigend, aus dem einfachen Grunde, weil wir eben der Meinung sind, dass weder das Liquid noch die Gerätschaften überhaupt in diese Richtlinie reingehört. Ja, das Liquid ist kein Tabakprodukt. Es enthält zwar Nikotin, was aus der Tabakpflanze genommen werden kann, aber auch nicht muss. Trotzdem ist es eben so, dass es kein Tabak verbrennt, es nutzt kein Tabak. Man kann nicht einfach zum nächsten Zigarettenladen gehen und einfach sagen, so, ich nehme mir jetzt meine Schachtel Pall Mall oder sonstiges und mache mir daraus ein Liquid. Eine Medizin ist es auch nicht. Wie wir alle wissen, Liquid heilt nicht, es schützt nicht, es ist rein nur zur Befriedigung der Nikotinsucht, des Nikotinschmachtes. Die Aussage da, als Herr Grote darauf angesprochen worden ist, war eben, dass ja Nikotinpflaster und ähnliches eben auch nur in der Apotheke zu erhalten ist. Wo bist du jetzt ungefähr zeitlich? Wo bist du zeitlich jetzt? Vor oder nach der Abstimmung? Also, das war noch knapp nach der Abstimmung schon. Mhm. Also es war schon, als die Abstimmung durch war, als das Ergebnis dieses Workshops schon feststand. Ja. Ich bin dabei auch bei den Recherchen eben auch darauf getroffen, dass es schon innerpolitisch einen größeren Widerstand gegen diese Tabakrichtlinie gibt. So ist zum Beispiel die Frau Dr. Sommer schon im März beim ersten NW-Treffen
darauf eingegangen, dass die E-Zigarette nicht reguliert gehört, schon rechtlich unter das Arzneimittelrecht. Sie gehört zwar einer gewissen Qualitätskontrolle unter, war ihre Aussage, was ja auch den Dampfern als nicht so negativ aufgefallen ist, aber sie gehört eben nicht so stark reguliert, dass dort Händler nicht mehr in der Lage sind, ihr Geschäft zu betreiben. Sie hat auch darauf angesprochen, dass dort 6.000 Arbeitsplätze in Deutschland vernichtet werden wird, worauf auch nicht eingegangen worden ist. Und sie hat auch ja jetzt vor kurzem den Verdacht des Misstrauens, des Missbrauchs der Envi-Kommission eben an die Öffentlichkeit gebracht, wo wir allerdings nicht damit rechnen, dass dies vor Verabschiedung der Tabakrichtlinie überhaupt behandelt wird. Das heißt, es wird also, wenn denn, nur im Nachhinein passieren, was uns ja doch etwas beunruhigt. Ja, warum machen wir die Demo? Ganz einfach, wenn die Tabakrichtlinie so durchkommt, die Abstimmung ist Anfang September darüber im Parlament, dann gibt es innerhalb dieser Tabakrichtlinie sehr viele Stolperfallen für uns Dampfer. Zu einem, wenn im Nachhinein vom Europäischen Gerichtshof diese Einstufung als Medizinprodukt gekippt wird, so ist die Tabakrichtlinie so geschrieben, dass die Envi-Kommission, die noch nicht aufgelöst ist, im Nachhinein ohne das EU-Parlament eine Korrektur dieser Richtlinie vornehmen kann. Das heißt also, es ist auch denkbar, dass die E-Zigarette einfach im Nachhinein verboten wird. Offiziell oder verboten wird, ohne irgendwelche Regulierungen. Das stinkt uns an. Dann ist eben doch das Ganze dabei, dass der Herr Grote, der vorher als Pro-Dampfer aufgetreten ist, uns im Endeffekt hintergangen hat, uns belogen hat, uns betrogen hat. Wir wollen damit eben erreichen, jetzt mit der Demonstration, dass wir zumindest auf Landesebene dort noch Hindernisse streuen, dass wir dort möglichst verzögern, dass diese Tabakrichtlinie in geltendes Recht, in deutsches geltendes Recht umgesetzt wird. Haben aber auch die Befürchtung, dass nach der Verabschiedung der Tabakrichtlinie diverse Politiker und Lobbyisten einfach selbstständig, eigenständig, wie es ja auch schon öfters in der Vergangenheit passiert ist, da agieren werden, sprich einfaches Abfangen von Nachlieferungen von Liquid, egal ob es jetzt um Base, um reine Base handelt oder ob es eben schon fertig Liquid handelt. Unter Umständen, was ja auch schon passiert ist, Anklagen gegen Händler wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz. Was wichtig ist, wenn ich dich noch mal kurz unterbrechen darf, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Erstmal das Datum. Ne? Also das Datum ist der 31. August. Das Ganze das ist startet um 14 Uhr. Das ist ein Samstag, genau. Und das Ganze startet um 14 Uhr. Genau, es gibt zwei Örtlichkeiten oder zwei Locations in Deutschland. Ne? Ja, das ist einmal Berlin. Wie gesagt, Startpunkt hier in Berlin ist am S-Bahnhof Tiergarten. Und dann einmal in Düsseldorf. Dort soll wohl der Startpunkt direkt am Hauptbahnhof sein, soweit wir informiert sind. Es sei denn, dass sich da was kurzfristig geändert hat, weil wir haben da leider noch keine Rückinfo bekommen, wie es aussieht, ob dort der Antrag schon durch ist für die Demonstration, ob da das Genehmigungsverfahren abgeschlossen worden ist. Hier in Berlin können wir uns sicher sein, da hier das Genehmigungsverfahren schon abgeschlossen ist. Okay. Und wenn 14 Uhr der Start ist, ist sowas wie ein Rahmenprogramm geplant oder was passiert zwischen Start und Ende, frage ich mal. Also es ist ein kleines Rahmenprogramm geplant, da wir noch nicht genaue Mitstreiterzahlen haben, also noch nicht genaue Mitläuferzahlen haben, wird es auf jeden Fall eine Anfangsveranstaltung geben, sowie auch eine Endveranstaltung. So wie es aussieht, haben wir dafür auch schon teilweise Redner. Die Strecke selber, die geht ja über die Straße des 17. Junis an der Goldelse vorbei, bis hinten, also durchs Brandenburger Tor bis zu den EU-Parlamentariern. In welcher Zeit läuft man das ab?
Also wir rechnen mit einem Ende von circa 18 bis 20 Uhr. Vorteil, den wir in Berlin haben, ist, dass zum gleichen Zeitpunkt auf der anderen Seite der Straße, das Straße des 17. Junis, ein Radrennen haben, wo eben auch schon denn vermehrt Öffentlichkeit denn vorhanden sein wird. Gut, und was zu lesen war, war, dass die Beteiligung, sehen wir es mal, relativ im Vergleich zu den vorherigen Demonstrationen, die es in Düsseldorf gab, dass bislang schon relativ viel zugesagt haben. Zumindest über Facebook, richtig? Ja, das stimmt. Wir haben also aktuell bei uns in Berlin Zusagen von knapp 170 Leuten, also 170 Zusagen als solches, wobei diese allerdings auch noch höher anzusehen ist, da eben viele Leute noch Bekannte mitbringen, die nicht über Facebook organisiert sind. Wir haben ebenfalls auch schon Teilzusagen von Nachbarländern, die uns hier unterstützen wollen. Wie viele da allerdings kommen, da liegen uns keine verlässlichen Zahlen vor. Wir rechnen aber so ungefähr mit einer Teilnehmerzahl von 500, wenn wir Glück haben, 1000 Leuten. Gut, wollte ich gerade sagen, die Zahl knapp unter 200, was du jetzt gesagt hast, für Berlin ist schon mal nicht schlecht, aber dabei kann es natürlich noch nicht bleiben. Das ist die Demonstration schlechthin in Deutschland in diesem Jahr. Da muss man einfach mit dabei sein. Egal ob in Berlin oder in Düsseldorf, ist auch eine regionale Frage, wie man am besten hinkommt. Aber das ist das Ereignis von 2013, wo wir alle echt hingehen sollten. Dass wir uns da in der Masse einmal bitteschön auch alle zeigen und unsere Anliegen in einer großen Masse zusammen einfach zeigen. Dass wir zeigen, dass wir da sind und dass wir keine Fantasieleute sind, die da irgendwie im Internet hin und her geistern, sondern dass wir wirklich existent sind und dass das, was hier gerade zu drohen passiert, dass wir das klar in die Öffentlichkeit bringen und uns da klar aufstellen und klar unseren Standpunkt vertreten. Ja? Also da muss Präsenz gezeigt werden. Ja, bitte, Norbert. Und es gibt noch einen weiteren wichtigen Grund, gerade zur Demo in Berlin zu kommen, nämlich die Ministerien. Der Ministerrat der EU besteht unter anderem aus den Vertretern von der Bundesregierung, von dem Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Und die haben auch nochmal eine Stimme gegen eine mögliche Stimme gegen das gegen die Tabakproduktrichtlinie in der EU. Das heißt, die können wir eventuell auch mit dieser Demo erreichen. Ja. Und es ist ganz wichtig, dass sie überhaupt bemerken, dass es uns gibt und worum es geht. Ja. Das neben den neben den E-Mails, die wir bislang geschrieben haben, oder neben den Briefen, die wir geschrieben haben, dass unsere Präsenz da zeigt, dass wir uns dort zeigen und dass sie alle sehen, dass wir so wenige nicht sind. Je mehr dort kommen, desto besser. Ja. Rolf, schönen Dank erstmal für deine Informationen. Vielleicht schaffen wir es vorher nochmal vorm 31. August, wir wissen es nicht, ich sage das jetzt mal so als Wunsch, nochmal mit dir oder auch mit dem Kollegen, mit einem Kollegen oder mit einer Kollegin von dir dann nochmal drüber zu sprechen, um auch die Leute nochmal besser vielleicht zu informieren, wenn es Fragen gibt, aber da auch nochmal drauf aufmerksam zu machen. Ja, und jetzt habe ich motivieren, da zu sein. Ja, bitte. Bloß noch eine Frage an unseren Gast, an Rolf. Wie sieht es aus in Berlin? Braucht ihr noch irgendwas? Unterstützung? Also Ordner, Helfer, irgendwelches Material? Wie kann man euch helfen, um das Ganze noch besser zum Laufen zu bringen? Was fehlt? Also bis jetzt haben wir... Wenn es schnell geht, macht das nicht. Entschuldigung, dass ich so unhöflich bin. 1,5 Minuten haben wir noch. Danke. Also prinzipiell haben wir momentan immer noch Bedarf. Wir sind momentan auf der Suche nach Sponsoren für Wasser, also für nicht-alkoholische Getränke, die auf der Demonstration bereitstehen sollten. Ordner und Sanitäter sind natürlich immer gern gesehen.
Da müssten sich die interessierten Leute dann am besten denn direkt an die Orga-Gruppe wenden. Das geht am besten denn über die Facebook-Seite Demonstration Berlin, findet man ziemlich leicht. Okay, vielen Dank. Dann gebe ich wieder an Marc. Gut, Dankeschön. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit spulen wir bitte jetzt ein bisschen vor. Wir hätten gerne noch die Postkartenaktion besprochen, die läuft. Das mache ich jetzt schnell auf der Tonspur. Es läuft im ERF eine Postkartenaktion, die nicht nur hier in Deutschland läuft, auch, sondern auch in anderen Ländern läuft, dass man die Leute, also die EU-Leute, beziehungsweise falsch, mehr die lokalen Leute, also die deutschen Politiker, dass man die wiederum anschreibt, diesmal nicht per E-Mail, sondern bewusst mit einer Postkarte, die handgeschrieben ist, wo man die Postkarte auf der Rückseite individuell gestalten kann und sein individuelles Anliegen da oder sein Individuum praktisch dort sein Anliegen individuell ausdrücken kann. Ich schaff's gerade nicht mehr so gut. Das machen wir vielleicht noch das nächste Mal, aber guckt euch das bitte an, diese Postkartenaktion scheint sinnig zu sein oder die scheint auch irgendwo anzukommen. Wir versprechen uns viel davon. Ich möchte, weil wir jetzt in der Zeit leider schon rum sind, möchte ich einfach nochmal ganz schnell alle bitten, einfach nochmal ein kurzes Tschüss zu sagen. Norbert, fang einfach mal an. Tschüss. Danke. Und denkt an uns. Und denkt an euch selber. Ja, dann guten Abend erstmal alle noch miteinander. Viel Spaß. Schönen Dank nochmal für deine Teilnahme. Ja, Rolf. Los, Thomas, du auch noch. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und Informationen zur Dampferdemo gibt es auf dampferdemo.de. Schaut einfach mal da drauf und ja, informiert euch. Das ist wirklich die Aktion, die dieses Jahr wirklich starten sollte, laufen sollte. Gut, schönen Dank an euch dreien hier. Ich sage schönen Dank an das Publikum. Bleibt hart, bleibt dabei, lasst euch nicht unterkriegen. Bis hoffentlich nächste Woche. Schönen Dank, euer DE Talk Team.